Lass mal schneller runter. Wie macht man das denn? Muss man mal googeln. Topcraft. Also das hängt immer ein kleines Stück. Nee, aber hier steht maximal 5 mm und das ist schon 1 cm. Okay. Ah, okay. Ja, geil. Ich müsste mal ein Fitting machen. Nicht, dass wir doch nochmal alles rausoperieren müssen. Geil, ne? Oder ich mache Diät. Hast ja noch ein paar Tage. Ja. Wir sind Rocco und seine Brüder, beziehungsweise ich bin Rocco. Und meine Brüder sind gerade da drüben ein paar Löcher versenken. Wir lassen uns eigentlich ungern in irgendwelche Spaten oder Ecken drängen. Ein Kunstkollektiv, Aktivistenkollektiv, Springerpresse meinte, Schockaktivisten, das ist eigentlich völlig egal. Die Stadt ist schon unser Spielplatz und unsere Kunst findet halt eigentlich zu 99% in der Stadt statt und wir wollen das Stadtbild halt mitgestalten. Ja, das Schöne an Berlin ist, dass die Menschen eigentlich mit Scheuklappen durchs Leben laufen und wir beispielsweise, sobald wir uns eine Warnweste anziehen, egal was wir auf der Straße machen, eine Daseinsberechtigung haben. Und es macht natürlich auch Spaß, so mit den Leuten zu spielen. Wo wir den Notausgang aufgeschnitten haben, ist genau neben der Hauptzentrale des Ordnungsamts in Berlin, wo sie auch regelmäßig rauchen gehen. Aber wenn 5 bis 6 Bauarbeiter im Abstand von 2 Minuten mit Klopapier unterm Arm kacken gehen, gucken sie halt nicht genau hin. Aber wenn ein Kind mit Kapuzenpullover in einen U-Bahn-Tunnel geht, ist es natürlich eine andere Sache und das muss man sich halt zunutze machen. Die urbane Unsichtbarkeit, das orangene Camouflage. Komm rein. Und gib mir mal jetzt immer durch, wann er kommt. Immer jede Minute, die es ändert, okay? In 3 Minuten geht's los, Jungs. Geht mal runter. Aber hier fällt's noch eine vorbei. Ja, in 3 Minuten. Passt auf die Stromabnehmer an der Bahn auf. Die Stromabnehmer an der Bahn haben auch Strom drauf. Ich glaube, da rechts neben dir ist gerade einer. Ja, wieso fährt mir so langsam? Okay, wir fangen an.
Sorge. Jungs, gleich kommt die andere Seite. Gleich kommt die andere Seite, sage ich. Man riecht gar nichts, sehr gut. Kommt wahrscheinlich gleich, aber okay, sehr gut. 3 Minuten noch. Das ist halt die Idee dieser fahrenden Leinwand, ne? Dass dein Bild, dass dein Ich, dass dein Ego, eigentlich, dass du in Gegenden hinfährst, wo du selbst gar nicht hinkommst. Und es ist halt quasi nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf, als wenn du einen Namen an die Wand malst. Und ja, dieser Zug hat sich in der Graffiti-Szene halt als Primärmedium quasi etabliert. Und ich male eigentlich ausnahmslos Züge. Ich habe 1999 meinen ersten Zug gesprüht. Das war in Hallensee in Berlin-Charlottenburg. Ich hatte gar keine Ahnung von irgendwas. Ich wurde sogar beinahe vom Zug überfahren. Ich bin überhaupt nicht an die Fenster hochgekommen, weil ich noch einfach so klein war. Tja, am nächsten Tag bin ich dann mit einem Bierkasten zum Raufstellen wiedergekommen. Und die Quintessenz von Graffiti ist halt das Illegale. Ohne funktioniert das nicht. Die Karren haben Licht an. Ich sehe das eher als ein Performance-Kunststück. Das Komplettpaket mit Vorbereiten, nächtelang im Gebüsch verbringen, zu gucken, wie die Takte der Securities sind, zu wissen, wie kann ich mein Bild in den 18,5 Minuten auf den Zug bringen. Das braucht schon alles ziemlich taktische Finesse. Und das ist für mich das Kunststück, ist eigentlich die Aktion daran. Gar nicht das, was später an dem Zug ist. Natürlich ist es dann irgendwie, man kann es vielleicht als separate Kunstwerke sehen. Es ist natürlich ein egoistischer Sport, keine Frage. Aber man kann halt sein neu erschaffenes alter Ego formen, wie man es will. Und da spielt der Name oder die Herkunft, die auf deinem Pass steht, überhaupt gar keine Rolle mehr. Das ist halt eine Parallelgesellschaft mit ein ganz anderes Wertesystem. Ja, das Problem an Graffiti halt ist wahrscheinlich so wie bei jeder Art von Spielen, wo irgendwelche Endorphine freigeschüttet werden, dass es dann halt irgendwann zur Routine kommt und du natürlich immer einen draufsetzen musst, um dieses Erfolgserlebnis halt irgendwie noch toppen zu können oder auf einem Level zu bleiben. Schon gewisse Risiken, sage ich mal. Also ich wurde schon dreimal von der Starkstromleitung getroffen und einmal davon war ich ohnmächtig. Ja, Bekannte und Freunde sind zum Teil auch ums Leben gekommen. Und es ist halt diese Spirale, dass man immer in neue Länder fahren muss, immer wildere Aktionen machen muss, immer gefährlichere Sachen, gefährlichere Risiken eingeht. Das ist halt dieses, ja, das gefährliche an Graffiti. Also beziehungsweise, es ist ja irgendwie verankert im menschlichen Ego, aber bei Graffiti, was halt so ein, ja, eigentlich eine Selbstinszenierung ist, es ist natürlich nochmal ein bisschen intensiver. Ach schön, hi. Die Mad Max Blau, ab da. Das ist Osten davon. 20. Mach mal 21. Ja, alles klar. Was hast du sonst noch? 2 weiß, glänzend. Hab ich Hardcore und Super auf jeden Fall am Start. Ja, egal, dann gibt man noch
3 Weiß Loop. Ja. Und ja, das war's. Alles klar. Es ist immer noch Graffiti und dieser Wettbewerb, der funktioniert nur szenenintern. Natürlich sehen die Leute auf der Straße, die jetzt mit der S-Bahn fahren, auch meine Kunst. Ich zwinge sie ja quasi auf, die können die Augen gar nicht verschließen. Aber bei Graffiti ist es tatsächlich so, dass es eigentlich von der Szene für die Szene ist. Und das hat mir halt irgendwann auch nicht mehr gereicht. Ich wollte halt auch Menschen treffen, die keine Früher sind. Es war ja nur eine Frage der Zeit, dass man sich dann irgendwie von den Buchstaben wegbewegt, um halt sein politisches Statement quasi ein bisschen auszuweiten. Es geht natürlich schon um Sachen, die uns einfach nerven. Ja? Ich meine, letztendlich sind es halt alles politische Themen. Und Kunst ist halt eine starke Waffe. Ich meine, das hat schon Picasso gesagt, und eine wichtige Waffe. Und die darf halt auch verdammt viel. Und sie hat halt eine Daseinsberechtigung. Und sie kann auch viel bewegen. Ja, 2016 hat halt der U-Bahn-Mitarbeiter Norbert Schmidt bei seiner monatlichen Tunnelbegehung zufällig ein total eingerichtetes Zimmer in dem Berliner U-Bahn-Schacht gefunden. Und die Fotos, die er gemacht hat, hat er dann dem Boulevard geschickt, die es natürlich dankend aufgegriffen haben. Was natürlich keiner wusste, ist, dass Norbert Schmidt eine fiktive Kunstfigur von uns war und dieses U-Bahn-Zimmer eine Kunstinstallation ist. Heutzutage würde sich nicht mal einer mehr eine Wohnung im U-Bahn-Tunnel leisten können. Aber damals ging es halt dann so langsam los und es war natürlich so eine Art Rückzugsort, dass wenn man in der Stadt keine Wohnung mehr findet, dass man in unwirtliche Sphären gezwungen wird. Das U-Bahn-Zimmer war so die erste Arbeit, die uns zusammengebracht hat auf dem Weg. Das Interesse, in den U-Bahn-Tunneln zu arbeiten, hat natürlich einmal Ursache in der Graffiti-Historie von uns. Aber eigentlich ist es halt ein Teil des öffentlichen Raumes. Aber wie auch der obere quasi. Der öffentliche Raum ist eigentlich der nicht öffentlichste Raum, den es überhaupt gibt. Der unterliegt so viel Normen und Dogmen und Gesetzen, dass eine Mitgestaltung eigentlich so gut wie unmöglich ist, beziehungsweise sie ist ganz einfach nicht gestattet. Und damit gehen wir halt nicht konform. Und deswegen werden auch unsere Kunstwerke eigentlich an Orten platziert, wo sie nicht existieren dürfen. Ich meine, der öffentliche Raum, der wurde nicht für Kunst erschaffen. Die Kunst hat da keinen Platz. Mit unseren Installationen oder Interventionen oder Performances werden diese Orte halt mit neuer Bedeutung aufgeladen. Das reicht ja schon, wenn du mit einer gefakten BVG-Weste durch einen U-Bahn-Tunnel gehst, wo du es nicht darfst. Dann wird er ja schon mit neuer Bedeutung aufgeladen. Oder wenn ich hier vermummt sitze und ein Interview gebe am Golfcourt, wird dieser Ort auch mit neuer Bedeutung aufgeladen. Also das ist ja schon ein Kunststück an sich. Ja, Umwandeln dieser Orte, das ist halt ein ganz großer Aspekt unserer Arbeit. Und eigentlich so der faszinierendste meiner Meinung nach. Kochen, kleines Süppchen. Hier ist der Totmann-Knopf. Hier haben wir dann das Tunnellicht ein- und ausgemacht für die Inszenierung. Ja, wir haben eine Zeit lang überlegt, wie wir dieses über die Jahre angesammelte Graffiti-Material verwerten. Und wollten jetzt nicht in Anführungsstrichen einen plumpen Graffiti-Film machen, den es halt schon oft gab. Und so haben wir uns überlegt, ein Theaterstück zu machen. Und haben dann auch irgendwie nach verschiedensten Locations gesucht. Aber im Endeffekt war uns ganz klar, dass es eigentlich nur im Tunnel funktioniert. Dass man das wirklich am Ort
des Geschehens macht, dass das Publikum sozusagen irgendwie auf dem Level auch noch mit reingenommen wird. Und da haben wir uns entschlossen, ein illegales Theaterstück zu schaffen. Hier war die Bühne rangebohrt und die wurde halt quasi so aufgeklappt. Ja, da sind wir runtergekommen. Hier gab es den kleinen Sektempfang von unseren BVG-Hostessen. Wir haben 100 Leute eingeladen, die noch nichts von ihrem Glück wussten. Und die wurden dann quasi in diesen Tunnel hineingeführt. Da waren ja nicht nur Jugendliche, die gewohnt sind, durch Tunnelgewölbe zu flitzen, sondern alle Altersgruppen waren vertreten und viele, beziehungsweise sagen wir mal 97% der Menschen haben noch nie einen U-Bahn-Tunnel betreten. Erstmal musste dieses Theaterstück klappen. Also wir selber haben uns am Anfang gesagt, okay, die Chance ist 50-50, dass es knallt, weil es war schon sehr frech und sehr gewagt. Die ganze Organisation für die Inszenierung, also das eigentliche Theaterstück, hat locker ein halbes Jahr gedauert. Wir wurden auch von verschiedenen Leuten finanziell unterstützt, was eine große Hilfe war. Und alle Beteiligten, von Schauspielern über die ganze Technikteam, Kameramänner etc. Popö, die haben das auch alles umsonst gemacht. Also das war eigentlich so ein, da wurde das Kollektiv sozusagen auf einmal riesengroß. Irgendwann knallt's. Rennen musst du oft. Aber das hier ist der einzige Sport, bei dem du, wenn du alles richtig machst, irgendwann die Achten klicken. Scheiß drauf. Jedenfalls sitze ich hier, 20 Jahre jung, das erste Mal in dieser Zelle. Und irgendwie verspüre ich nicht wirklich Scham oder Reue. Die Handlung des Theaterstücks, also der Herzinszenierung von dieser ganzen Performance, geht eigentlich darum, dass sich der 20-jährige Protagonist mit dem 35-jährigen Protagonist in einer Gesa-Zelle, also einer Gefangenensammelzelle sozusagen der Polizei wiederfindet und eigentlich einen Monolog hält, aber dadurch, dass es halt quasi dieselbe Person in zwei verschiedenen Zeiten ist, ist halt wie ein Dialog. Ich kann euch nicht das romantische Klischee liefern, auf das ihr vielleicht hofft. Ich bin nicht der Junge mit der schwierigen Jugend, der ohne Eltern in irgendeinem Plattenbau groß geworden ist, dem Graffiti die Möglichkeit gegeben hat, irgendwelchen Gangstrukturen zu entfliehen und seine kriminelle Energie in irgendwas Gutes zu stecken. Ich komme aus gutem Elternhaus. Habe immer Sicherheiten und immer ein Backup. Sollte ich irgendwas verkacken? Es gibt halt seltenes Betrachtungsweisen, deswegen leidet das offizielle Wahrnehmungsbild von illegalen Graffiti auch so ein bisschen. Weil eigentlich sieht man immer nur Leute, die Steine schmeißen, mit Masken rumsitzen, tiefer gestellter Stimme, die halt erzählen, wie geil sie sind, wie viele Züge sie schon gemalt haben und was sie alles dafür tun würden. Aber dieser innere Struggle, den jeder von uns hat, irgendwie also wirklich, was es einem mit einem macht. Das heißt, dieser menschliche Aspekt, der wird halt noch nie beleuchtet. Und ich habe mich da natürlich schon bei dem Theaterstück sehr nackt gemacht. Aber kam halt super viele an danach und meinen, ey, genau so ist es so. Das ist einfach die Wahrheit. Ich habe halt nicht nur meine Stärken, sondern auch meine Schwächen aufgezeigt. Weißt du, was unser Problem ist? Unsere soziale Währung ist lediglich Fame, der bewundernde Blick der anderen, die Ferrari-Fahrer der urbanen Kunstszene. Für mich ist das eben dieser bestimmte Weg. Ich verspüre eben diese Freiheit, wenn ich die normalen Wege der Gesellschaft verlasse und in die U-Bahn-Tunnel herabsteige, über die Dächer der Metropolenturne, mit nichts in der Tasche außer 8 Sprühdosen, einem halben Packen Toast, einem Fotoapparat, mit einem gefälschten Interrail-Ticket durch die Welt reisen. Im Notfall auf Bänken pennen oder in Backen pennen, je nach Wetter. Mir nehme, was mir gefällt, morgen entscheiden, nicht heute. Musik.
86. 1,40. A3L92, ja, das ist unsere wahrscheinlich. Was ist dann U1, ne? U1, U2, U3, U4. Also guck mal, wir fangen da an mit der Rolle einfach, machen das hier rüber und das würde ich sagen, die cutten wir dann aus. Ja, das ging am schnellsten. Und dann um die Ecke bis zu der Tür. Und wir machen es aber so, dass wir den drum ziehen um die Ecke. Ja, dass wir die Türen zum Beispiel in so den drei Grüntüren machen. Und den Rest machen wir so wie so Feuer oder so. Ja, wir können eigentlich irgendwo noch so eine Schniepel ranmachen, wäre eigentlich ganz geil, ne? Schniepel sind auf jeden Fall auch ein super Wort. Ja. Und was machen wir jetzt genau hier? Wir bereiten jetzt quasi Elemente vor, dass wir das dann einfach nur so ranmachen. Also eine ganze Tür zum Beispiel. Wie viele gehen morgen runter? Wir drei. Ja, genau. Natürlich machen wir viel soziopolitische Arbeiten und die haben natürlich auch sehr schwere Themen. Aber wir arbeiten eigentlich immer mit einem Augenzwinkern. Also Humor spielt bei uns eine ganz große Rolle. Und dass der Zuschauer bzw. der Endverbraucher, sage ich mal, der die Arbeiten dann sieht, natürlich irgendwie ein Lächeln auf den Backen hat. Weil wir sind auch sehr, sagen wir mal, lebensfreudig humoristische Menschen. Und das spiegelt sich halt auch in unseren Arbeiten wieder. Wenn man zum Beispiel einen U-Bahn-Waggon in eine Piñata umwandelt, damit der U-Bahn-Fahrer mal ein bisschen was zu knabbern hat. Wir machen irgendwann so eine Olympiade mal. So die ganze Zeit in den Knien irgendwas aufkleben, Gleissteine tragen, wegrennen schnell. Durch Stacheldraht flitzen, ja, genau. Stacheldraht Lüdenlauf schneiden. Ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall eine Special Section. Gleisschotter tragen. Gleis schneiden. Weiß ja. Vorstreichen. Durchflexen auch. Durchflexen. Auf jeden Fall. Das sieht doch jetzt schon geil aus. Wir basteln halt. Genau. Wir hätten auch Grundschullehrer werden können. Das stimmt allerdings. Der Name Rocco und seine Brüder kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also das ist zwar irgendwie eine Hommage an den Visconti-Film mit Alain Delon aus den 60er Jahren, aber es beschreibt halt auch ganz gut unseren Zusammenhalt, weil wir sind halt auch außerhalb von den Kunstaktionen eng verwoben. Gute Freunde bis Brüder. Und das braucht man auch, wenn man unter so ein, ja, in so Ausnahmesituationen zusammenarbeitet, muss man sich auf sich verlassen können und mehr sein als Arbeitskollegen. Wir müssen nur schnell an der Kamera vorbei und dann puffern wir da. Ich springe hier als erstes, also wir machen das Ding auf, ihr wartet oben einfach in Vollmontur mit allem drum und dran, ich springe nur kurz rein und gucke. Und dann sage ich so. Prima. Und dann, weißt du, dann gehen wir halt an der Cam vorbei. Und dann gehst du am besten zum Glaskasten. Das Gute ist, da wird jetzt gerade irgendwie so ein bisschen gebaut. Deswegen habe ich das Gefühl, dass da weniger Kameras auf den Bahnhöfen sind. Was denn Piñata Old Train machen? Sie fährt rein, das ist nicht gut. Warte. Oh, ist alles okay. Ich guck gleich nochmal, ansonsten müssen wir jetzt erstmal rausgehen. Mann, so ein Scheiß, Alter. Die BVG baut überall in der Stadt, Alter. Nee, mal abhören. Weißt du, wir waren drinnen, mussten abbrechen, weil da stehen ja nur zwei Züge, kennst ja das Ding da unten. Und standen zwei neue Einheiten nebeneinander drin, das heißt, wir hätten gar keine Fotos machen können. Ein Gleis muss frei sein, sonst können wir die Aktion nicht machen. Ist jetzt kacke gelaufen, ist irgendwie, keine Ahnung, wegen der Baustelle, weiß man nie, was sie da reinbasteln, es ist ein bisschen undurchschaubar, das ist dann immer irgendwie, gibt es da keine Routine.
Ja, keine Ahnung, müssen wir nochmal, müssen wir später wiederkommen. Irgendwann in einer Woche oder wenn die scheiß Bauarbeiten vorbei sind. Also es kann schon sein, dass Sachen dazwischen kommen, es ist logisch. Es sind Sachen, die sich in den Grauzonen der Legalität bzw. der Illegalität bewegen. Gibt es natürlich nie eine Garantie, dass alles funktioniert. Aber das macht es ja auch alles so spannend. Die Urban Art Biennale des Weltkulturerbes Völklinger Hütte ist weltweit eine der größten Werkschauen dieser anarchischen Kunstform jenseits herkömmlicher White Cube-Ästhetik. Hier vorne sehen Sie eine Paintball-Maschine. Die wird quasi in einem zufälligen Rhythmus diese Farbpatronen auf diese Polizeischilder schießen. Ja. Das Kernstück der Installation in Völking ist halt ein autonomes, funktionierendes, ja, computergesteuertes Schießgerät. Es wird halt ein selbstmalendes Kunstwerk. Und das Wurfgerät sucht sich nach einem Zufallsalgorithmus immer ein Schild aus, was halt mit einer Farbpatrone beworfen wird. Und deswegen weiß keiner, nicht mal wir, nicht mal das Gerät selber, wie das Kunstwerk dann eigentlich aussehen wird, wenn es fertig ist. Ja, aber guck mal, das bleibt jetzt hier zum Beispiel hängen. Dann warte mal, kann, was, wenn man eine Flasche... Sehen wir? So. Okay. So, die Lottoziehung beginnt. Auf was ballerst du? Auf welche Nummer? Hier auf den in der Mitte, oder? 3, 2, 1. Yes! Hat er gleich zweimal abgedrückt? Anscheinend. Oder du? Der ist geladen, der hat Bock, der ist motiviert. Das ist schon ganz geil. Das funktioniert doch wie eine 1. Ja! Drückt der mal zweimal ab oder bist du das? Das bin ich. Okay. Es macht halt auch den Reiz aus, dass man halt auch so die Grenzen auslotet, auch wenn man jetzt beispielsweise in einem Weltkulturerbe ausstellt oder in einem staatlichen Museum. Also man muss da irgendwie schon Schnittpunkte finden und kann halt quasi die Illegalität der Straße schon ein bisschen reinholen in die Galerie, aber muss aufpassen, wie man sie dann inszeniert, dass sie auch glaubwürdig bleiben. Schon öfters gehabt, dass man uns vorschreiben wollte, was man an diesen Werken ändert. Und deswegen arbeiten wir halt so gerne im öffentlichen Raum, weil da findet diese Zensur halt nicht statt. Natürlich wird es irgendwann entfernt, aber es ist halt erstmal da. Und das geht halt nur bei manchen Formen der Meinungsäußerung halt nur auf dem illegalen Weg. Geht rein wie Butter. Dann bei Kalle natürlich, ne? Könnte man da in der Stadthalle eins machen, weil da ist auch stabil, das ist auch ein bisschen strange. Und vielleicht hier am Ende von der Bahn. Also die wird ja dann rüber zeigen, denke ich. Mhm.
Ach nee, die ist auf dem Mittelstreifen. Im Rahmen dieser martialischen Kameraüberwachung in Chemnitz haben wir uns halt gefragt, ob durch so eine Präsenz der Videokameras Ängste eigentlich verhindert werden oder ob sie gerade erst geschaffen werden. Weil ich meine, die ganze Innenstadt wird vom Staat ja quasi als potenzielle Gefahrenzone deklariert, dadurch, dass überall die Kameras hängen. Und wir haben in dem Fall die toten Winkel dieser Kameraüberwachung, dieser eigentlich flächendeckenden Kameraüberwachung, gespielt und kleine überwachungsfreie Zonen gemacht und wollten halt sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und zu unserem Entsetzen kann man sagen, haben sich die Menschen in einer bewusst unüberwachten Zone unsicherer gefühlt als in einer überwachten. Und so weit ist es schon gekommen. Seid ihr der Marktstand? Ist das dein Stand? Wir müssen hier mal so eine Bodenmarkierung machen. Ich wundere, ja? Ja. Super. Mit der zunehmenden Überwachung wird es natürlich schwerer, sich irgendwie ungefragt im öffentlichen Raum zu bewegen. Aber bis jetzt bietet uns die Welt zum Glück noch genug tote Winkel. Und im Zweifelsfall gibt es ja noch Warnwesten. Das urbane Mimikry. Das ist hier eine Baustelle, bitte außen rum gehen, ja? Haben die wieder super gemacht, die Jungs hier wieder, wa? Ja, die Vorarbeiter. Ja, ist doch was Feines hier. So. Und jetzt Bierchen. Feierabend. Ich hoffe, du kriegst sie runter. Ja, das müssen wir mal ausprobieren, Alter. Da musst du kurbeln oder so. Also, das ist ja auch, wenn du davor stehst und du siehst die Flagge, denkst du, Alter, das ist fett, Alter. Ja, die ist 6x4 Meter. Das ist alles oder immer so klein von unten, aber. Ja, ja, ich glaube auch die Triebe. Naja, ich bin ja da, ich weiß jetzt, wie man da hochkommt, ne? Also ich habe da den Weg gefunden und so, da steht auch überall zum Turm, tralala. Ja. Durch die erste Tür bin ich durch, kein Problem, aber dann stand ich auf einmal vor einer zweiten. Und das habe ich nicht geschafft, also da habe ich dann natürlich gleich an dich gedacht. Architektur hier. Ja, ne? Sehr geschichtsträchtig hier. John F. Kennedy hat hier schon vom Balkon gesprochen und. Wirklich, ja? Ja, das war doch hier mit Ich bin ein Berliner und so, weißt du? Ah, das war hier, ja? Ja. Ich liebe diese alten Gebäude. Ich bin nach Fetischistin. Ich muss mal ein Foto gönnen für meine Sammlung. Standard. Ich hoffe, du kannst noch ein paar. Das ist voll crazy. Ein Pin. Drück mal jetzt. Ja, auf. Hey, Scheiße, das ist ein Kamerazeichen. Was Kamera? Warum Kamera? Rund Kamera. Also, draußen schalten. Ja, und klar, es gibt immer eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und oft braucht man irgendwie 2, 3 Anläufe, bis das Ziel irgendwie erreicht wird. Hier bei der Flagge war das Problem, dass nach 2 Türen immer ein weiteres Hindernis kam. Also zuerst war die Rundkamera, wo wir nicht wussten, ob die aufnimmt. Und die Klappe zum eigentlichen Dach dann war nochmal mit so einem elektrischen System versehen. Jedenfalls kamen wir an dem Tag nicht ganz hoch und mussten abbrechen. Ja, bei dem Wetter ist natürlich richtig scheiße, Alter. Der Wind soll aber noch ein bisschen abflachen. So nervig. Alles, was gegen uns spielt, spielt auf jeden Fall gegen uns, Alter. Dieses Ding ist echt verhext, Alter. Ja, das Ding ist richtig verhext. Und dann kommt noch eine Tür, dann kommt noch was, dann kommt das ist immer so diese Hürden, die man sich hocharbeiten muss. Das ist immer bei Rooftop so. Ja, total. Kann manchmal nicht alles kalkulieren. Guck mal, da hinten wird es ja richtig hell.
Glöckner willst du nicht sein, Alter. Sport auf jeden Fall. Oha, geil, warte mal, ich schaff's noch. Ja. Na, gucken wir noch mal, ob da irgendwas geht. Ich lass es so. Ich lass es so. Mach ein bisschen mehr. Ja, Kurbel ist dran, ne? Komm, jetzt mal zusammen die Flagge runterholen und umdrehen. I'm running. Die freut sich ja geil. Das Ding in der Luft. Ja, ja, ist alles gut. Ich raste aus. Geil, Bruder, das klappt. Kriegen, Alter. Ja, es hat tatsächlich geklappt jetzt und am Schluss war es schon eine knappe Sache. Kurz nachdem wir unten waren, haben wir schon Bewegungen auf dem Turm wahrgenommen. Wir wussten genau, wie man dann rennt und pralala zum Hinterausgang. Und sind dann mitten in der Hochzeitszeremonie gelandet, weil da ist ja auch das Standesamt. Haben wir noch schön gratuliert. Ich meine, das Rathaus Schöneberg ist einer der bekanntesten Rathäuser überhaupt. Also es war schon sehr spannend. War schon sehr geil. Das liebe ich halt auch, so eine Orte zu entdecken. Ja, die Stadt, alles was jetzt hier gerade passiert, geht ja drüber und drunter. Sie verliert an Charme, sie wird immer weniger das Berlin, wo man eigentlich aufgewachsen ist. Also verliert irgendwie an Seele. Ich meine, die Wohnungspreise explodieren, die CDU ist jetzt bei den Wahlen stärkste Kraft. Irgendwie steht die Stadt gerade Kopf. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, das sollte der Bär auch tun. So einen kleinen Flickflack aufs Parkett legen. Sportlicher Typ. Ja, das Problem ist, an Arbeitsfeldern, wo es kein geregeltes Einkommen gibt, ist an Rente nicht zu denken. Deswegen wird es noch eine Weile weitergehen. Aber solange ich U-Bahn-Tunnel langrennen kann oder Notausgänge runterklettern, geht es. Ansonsten baue ich mir da irgendwann eine Rollstuhlrampe rein. Ich meine, das Schrauben können wir ja auch. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir werden es schaffen! Wir werden es schaffen! Oh! Mein Alter meint, die Welt wird sich nicht ändern. Aber weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängt und säuft. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Erden?